Just a quick note, this video is in German language, so if you need any more information on the products, please read the instructions below. Thank you for watching and follow us on our next videos that are gonna continue in English. Ja, endlich ist es da. Paket von Parmesan. Ja, ist ein Überraschungspaket und wir machen das heute mal auf. Na, ist natürlich Quatsch, ne? Das ist eine 15. Und ihr wisst ganz genau, das ist das Paket von RC Hangar 15. Das ist ein richtig cooler Shop aus der Nähe von Frankfurt. Und wer noch nie was bei RC Hangar 15 bestellt hat, der sollte spätestens jetzt vielleicht mal darüber nachdenken, sich mal so ein Überraschungspaket dort zu bestellen. Denn diese Kartons hier, die gibt es bei RC Hangar, ich glaube seit 2 Monaten jetzt mittlerweile, immer monatlich zu bestellen. Das Ganze funktioniert genauso wie der Drone Drop oder wie die Drone Box in Amerika. Ist aber hier drüben immer noch ein bisschen problematisch, weil man einfach noch so 15, 17, 18 Euro irgendwie Bestellgebühr draufzahlt und wenn es doof kommt, auch noch ein bisschen zollen. Deswegen haben sich Joachim und Tanja von RC Hangar 15 gedacht, ach, das können wir doch hier in Deutschland auch machen. Wir säbeln das Ganze hier vorsichtig auf, können ja echt Parts drin sein, wie man hörte, die doch durchaus taugen, um damit was zu bauen. Tanja, danke für deinen Müll, aber vielleicht doch ein bisschen großflockiger wäre okay. So fliegt das hier jetzt. Mein Sohn hat schon was im Mund. Hier ein netter Letter. Hi, hier bin ich. Deine 15th Box, Ausgabe August 2018. Danke für deinen Einkauf. Wir wünschen dir viel Spaß beim Auspacken. Ach so, an dieser Stelle sei bemerkt, dass diese Box hier nicht in unseren Besitz übergeht, sondern natürlich danach auch verlost wird. Und alle, die diese Box hier gewinnen wollen, auch wenn ihr noch gar nicht wisst, was drin ist. Nein, das ist ein Messer. Die sollten sich schleunigst hier unten in die Kommentare eintragen und das Ganze bitte auch noch mal auf Facebook und da dann am besten auch noch ordentlich sharen, damit Tanja noch mehr Klicks kriegt und noch mehr Aufmerksamkeit, damit da richtig die Bude brennt nächsten Monat, wenn die neue Box erscheint. Ne? Weil ich glaube, was wir hier drin finden werden, ist ziemlich cool. Wir gucken jetzt hier als allererstes mal, Sticker. Ja, das ist zwar das alte von Trappy noch, es gibt jetzt schon neueres mit neueren Aufklebern, aber es gibt ja immer noch Leute, die können davon nicht genug bekommen oder haben so viel Sachen, die man bekleben muss, da kommt man dann nicht hinterher. Dann gibt es hier eine Liste, was drin ist, machen wir aber später. Yoshi, kurze Unterbrechung, der Sohnemann will auf den Arm. Sohnemann zufriedengestellt. Hier haben wir auch noch einen kleinen, die FPV Flyer Krefeld, haben auch noch einen Sticker reingelegt. Hier haben wir Sticker von Hobbywing, in der Größe habe ich die auch noch nicht gesehen, auch nicht in der Farbe. Dann ein paar schöne schmale Straps, eher für 3 Inch oder für so einen Zweitstrap hinten von HQ. Was ist das? Was könnte das wohl sein? Es ist ein Bieröffner. Es sind Custom Print Solutions. Ich glaube, weiß nicht, kennt ihr den? Ist das irgendjemand von euch, der jetzt hier bei Tanja was dabei steuert? Auf jeden Fall ist hier irgendwie, was ist denn das? Das ist Velcro einfach nur irgendwie in einer Größe, die mich jetzt vermuten lassen würde, das kommt auf den Akku und dann pappt das besser dran und ein kleiner Schlüsselanhänger mit einem Bieröffner und nochmal hier so zwei kleine Schräubskins, die man FPV-Antennen natürlich draufschrauben kann, damit man die besser abkriegt und so von den Brillen. Eine 5,8 GHz Antenne mit IPX 55 Connector. Verdammte Axt. Muss ich das jetzt aufmachen? Nein, wir wollen das ja noch weiter verschenken. Ich kann euch das hier, ne, das ist also eine ganz normale kleine Antenne hier, wie man sie an jeden Unify oder sonst was dran bekommt. Hier Lollis von der Firma Center Shock. Ja. Bin ich immer auch schwer für zu haben. Süßkram. Das ist ein neues Produkt hier, eine Pico Patch 5,8 GHz von Menace. Das ist die Lilane. Vielleicht kennen die ein oder andere, hat das Ding vielleicht schon bei Lexi im Einsatz gesehen. Die nutzt das jetzt auch oder nutzt die Antenne auch. Aber ich habe sie mal gefragt, Lexi, ist denn eigentlich ein Unterschied zwischen der schwarzen und der, dass die so eine, keine Ahnung, wo ich finde die einfach nur schön. Das hilft uns natürlich jetzt auch nicht weiter. Ich kann euch daher leider auch noch kein Feedback geben und ich darf die ja jetzt auch nicht nutzen. Aber soll irgendwie besser sein, ist auch kompakter, nimmt nicht mehr ganz so viel Platz auf der Fatty weg und ich denke mal, das ist ein schönes Upgrade. Dann haben wir hier, okay,
von der DEMA Vertriebs GmbH, ja, DEMA, einen Schlüssel in 8er Größe, immer sehr gerne genommen für die guten alten Propeller. Oh, das sind Popos. Popo sind Propellersysteme oder Propeller-Stecksysteme, die ohne Schrauben funktionieren. Dazu würden wir, also dann bräuchten wir den hier zum Beispiel nicht mehr. Denn vielleicht kann man das erkennen, die haben hier so. Das ist mal schade. Ja, das kann man hier ganz leicht erkennen. Die haben so leichte Einkerbungen. Und der Propellerschaft hat hier so ein. Also, wenn das jetzt hier der Finger, ne, ist mein Propellerschaft. Und der hat hier so Kügelchen. Und die snappen dann so raus, sodass die Propeller drauf stecken bleibt. Named Popo wegen Pop-Off, glaube ich. Quick Swap, ja, muss man auch erstmal drauf kommen. Mal gucken. Auf jeden Fall haben die eine Steigung von. Was steht denn hier drauf? Oh, das sind 5,1. Also irgendwie ein ganz kleines Stückchen länger. Mal 3,1. Hä? Mal 3,1? Was soll denn das sein? Drei sein. Doch. 3,1 mal 3. Also stimmt schon. Das hier, was ist denn das? Der Nazgul Propeller von Team iFlight. Leute, wie seid ihr denn auf den Namen gekommen? Ich würde dir, also die nächsten müssen dann ja schon irgendwie Gandalf heißen. Mal ehrlich jetzt, Nazgul. Also es gibt ja wirklich viele, viele FPV-Firmen, die haben auch fähige Grafiker und Leute in ihren Reihen, die wirklich einiges drauf haben. Ne? Aber ehrlich jetzt hier Nazgul mit so einer Office-Schrift drauf zu malen? Ein paar Blutflecken dahinter. Das könnt ihr doch besser, oder? iFlight. Flash, die Flash Series. Ganz bekannt unter Racern auf jeden Fall. Clear Purple, zwei links, zwei rechts. Mensch, richtig gut gepackt auf jeden Fall. Made in China. Es sind 51,49er. Auch Dreiblatt natürlich, wie alles hier. Ist ja für die Racer gedacht. So, und dann kommen wir zum Herzstück des Ganzen. Und das ist ein Hobbywing ESC, 4-in-1, 45 Ampere, Spitzenburst bis zu, keine Ahnung, 180. Ich habe den selber schon verbaut, allerdings in einem Copter, den ich noch gar nicht geflogen bin. Da gibt es also jetzt kein auch leider kein persönliches Feedback von mir, aber hey, das ist auf jeden Fall ein Spitzenteil. Ich glaube, der Preis liegt bei, lasst mich lügen, 45 Euro? 69, Euro. Martin, 69. Wir gucken das gleich nochmal nach. Gehen mal zum Schreibtisch rüber, werfen das nochmal alles auf den Haufen und gucken dann, ob sich das Ganze gelohnt hat. Mein Sohn schiebt die Kamera weg, wir müssen erstmal Feierabend machen. Tschüss! C-Hangar 15. So, nach dem kleinen Ausflug auf meinem Balkon gibt es jetzt hier die Zusammenfassung von der Augustbox von RC-Hangar 15. Als allererstes kleben wir hier mal diesen schönen Aufkleber. Habe ich davon noch welche? Ja, ich habe davon noch welche. Den können wir jetzt hier mal live quasi aus dem Set entwenden. An dem Gewinner, Entschuldigung dafür, ich lege euch noch ein paar andere mit bei. Innen ist nämlich noch eine Ecke frei auf meiner kleinen Matte. So, ne, damit hier auch die anderen Shops mal zur Vergeltung kommen. Genau, damit die anderen Shops zur Vergeltung kommen. Nein, Kai ist natürlich auch schon drauf. Hier ist jetzt Tanja und Joachim sind hier drauf. Jetzt geht's hier ans Eingemachte. Also, wir haben hier nochmal die komplette Liste. Ich habe hier mal ein bisschen rumgekriffelt, sorry. Also wir fangen mal von unten an. Ne? Die Center Shocks sind 1 Euro wert. Der SMA, die SMA Drehtine, die man jeder selber bringen kann, 50 Cent schätze ich mal. Der Flaschenöffner vielleicht 1 Euro. Die Sticker etwa gar nichts, weil es nämlich sowieso umsonst mitgeschickt wurde. Irgendwo die Klebepads, keine Ahnung, wo die herkommen. Ich schätze mal 2 Euro oder was die wert sind. Die HQ Prop Straps sind eigentlich auch nichts wert. Das wird man immer so mit beigeben. 1 Euro habe ich hier vermerkt. Die Mikrolinear 5,8 GHz Antenne, vielleicht 3 Euro. Kostet die, glaube ich, irgendwo oder irgendwas um den Dreh. Alle Propeller-Sets etwa 3,99, glaube ich. Ich habe jetzt bei den Nazgul habe ich nicht mehr nachgeguckt. Ich habe einfach geschätzt. Rund 4 Euro. Also so ein Maulringschlüssel bei D-Mark AG hast du nicht gesehen. Habe ich nicht gefunden. Preis, schätze mal 5 Euro kostet das Ding. Dann haben wir die Menace Pico Patch Antenne, die kostet 14,95 oder 14,99 bei den meisten Shops. Und der X-Rotor Micro 45A 4-in-1 BL Heli 32 6 SD Shot 1200 kostet, sage und schreibe, 69,90. Und wenn man sich jetzt mal vor Augen führt, dass die Box insgesamt nur 75 Euro kostet, dann haben wir eigentlich mit dem hier und nur einem Propeller-Set schon den Wert raus. Die Pico-Antenne ist quasi geschenkt.
zwei Propsets nochmal oben drauf geschenkt und der ganze Kleinkram auch. Ich finde, das ist durchaus völlig okay. Manche anderen mag jetzt sagen, okay, ja, brauche ich, möchte aber schon, also wenn ich 75 Euro pro Monat für FPV ausgebe, dann möchte ich auch bestimmen, was ich habe. Ja, kann ich verstehen. Würde ich, glaube ich, weiß nicht, würde ich auch so machen, wenn ich nur 75 Euro zur Verfügung hätte. Und das war am Anfang so, dass ich echt nicht so viel in das Hobby reinstecken wollte. Da braucht man dann schon so ein bisschen Vertrauen, sage ich mal, in die Packkünste von Tanja und Joachim. Ich weiß gar nicht, packt ihr die beide zusammen, Tanja, Joachim? Packt ihr da, werft ihr da, ist das so, dass jeder mal, oh, Joachim, hier mal und Tanja mal da einen rein? Nein, ich glaube schon, dass Tanja sich da groß Gedanken drum macht, was in die Box reinkommt. Das muss ich ja auch für die beiden ein bisschen rechnen. Hier schöne Reflexion von meiner tollen Lampe von Poco übrigens. Nicht Popo, sondern Poco. Und ja, ich denke mal, da wird man dann vielleicht in der nächsten Box, oder habe ich eine Box verpasst? Nein, das ist die erste Box, ne? In der nächsten Box vielleicht auch was Passendes dafür kriegen. Dann könnte man ja dann danach vielleicht einen Quad bauen. Und so ist natürlich immer ein bisschen Spannung gegeben. Ich finde das eine super Sache, dass die beiden das jetzt machen. Wie gesagt, kommt in so einer schönen Box hier mit so einer dicken 15 drauf. Nicht erschrecken, wenn da mal das Paket ein bisschen anders aussieht. Das ist, was ist das denn hier? Ach, das Müll. Aber bleibt noch zu sagen, dass ich gespannt bin, wie das so angenommen wird von der Community. Ich weiß, dass die erste Box auf jeden Fall ausverkauft ist, aber ich weiß nicht, wie viel die beiden davon in Umlauf gebracht haben. Ich werde mal das Feedback abwarten und dann auf jeden Fall nochmal Rückmeldung geben. Ich hoffe, euch hat das kleine Unboxing zur RC Hangar 15 Box gefallen. Heute mal auf Deutsch, weil eben doch sehr viele deutsche Kunden einfach auch bei RC Hangar 15 kaufen. Und ich glaube nicht so viele aus dem Ausland. Aus Österreich haben wir ein paar Bestellungen für die Box, habe ich gehört. Und darauf beschränkt es sich dann. Das restliche europäische Ausland oder gar sonst woanders wird natürlich erstmal nicht unbedingt angesprochen von dem tollen Laden aus Frankfurt. Wo kommt ihr genau her, Tanja? Wo war das nochmal? Ist also wirklich schon sein Geld wert, würde ich sagen. Macht es einfach mal, wenn ihr Bock drauf habt, irgendwie, wenn ihr ein bisschen Geld über habt. Es ist auf jeden Fall was Nützliches dabei. Und wenn ihr es nicht gerade im nächsten Quad verbauen könnt, dann halt in dem dann zu Weihnachten oder wann auch immer ihr jetzt eure Quads zusammenschraubt. Der Sommer geht ja zu Ende. Klar, nein, wir können noch ein bisschen fliegen, aber auf jeden Fall eine Empfehlung. Und ja, vielleicht zieht ja da irgendwer noch mit. Vielleicht gibt es ja irgendwann eine RC-Deck-Box und eine Red-Bee-Copter-Box und jeden Fall. Ist ein Geschäftsmodell, das sich anscheinend irgendwie rechnet, glaube ich zumindest. Ne? Das war's von meiner Stelle. RC Hangar 15, tolle Sache, die neue Box und wir sehen uns dann wieder auf Englisch. Ja, bis bald und ich hoffe, euch hat's gefallen. Lasst mal in den Kommentaren unten was stehen, ob das so okay war oder ob ihr sogar vielleicht mehr Videos auf Deutsch sehen wollen würdet. Ich kann mir vorstellen, da gibt es ein paar, die das gerne hätten. Aber ja, wir wollen nun mal wirklich auch irgendwie die ganze FPV-Community ansprechen und das funktioniert ja auch recht gut, glaube ich, und von daher werden wir wohl auf Englisch bleiben. Aber heute war es nun mal auf Deutsch und wir sagen Tschüss an dieser Stelle, bis die Tage. Happy Flying, oder wie heißt es so schön? Tschüss, gib Gas.